Fast pünktlich morgens um 5 Uhr ging's los. Wieder einmal fuhren wir ins Land unserer Vorfahren, dieses Mal im Jahr 2018. Für mich war es das insgesamt 4. Mal. Nachdem wir die Brücke über die Oder in Hohenwutzen überquert hatten, lag nun eine mehrstündige Fahrt durch Polen vor uns. Immerhin hatten wir rund 650 Kilometer zu absolvieren. Doch die gemütliche Atmosphäre im langsam dahinschaukelnden Auto ließ die Fahrt in keiner Weise langweilig werden. Wir fuhren zunächst in gewohnter Manier die vertraute Strecke und versuchten, dort wo es ging, ein paar LKWs zu besiegen, um dadurch etwas Zeit aufzuholen. Ich bin jetzt an. Ich bin in Polen, ich gehe jetzt hier ran. Von den vielen Orten, die wir durchquerten, war Bydgoszcz, das frühere Bromberg, die größte Stadt. Die gemütliche Strecke über Land bescherte uns immer wieder ein paar schöne Eindrücke. Und noch lange vor dem Ziel präsentierte sich das eine oder andere Haus sogar schon im masurischen Stil. Internetstil. Scheiße, jetzt habe ich den Weitwinkel nicht drauf. Ist in Ortsmitte da. Zumindest sagt er mir den. Inzwischen haben wir auch Allenstein hinter uns gelassen und fahren hier bereits durch Ortelsburg, der letzten Stadt vor dem Ziel, wo wir gleich unser erstes Geld tauschten, damit wir am Abend noch etwas zu essen bekamen. Mein Gott, so alt ist er meiner. Ja, aber Stand 2009 und das ist ja auch alt. Nun durchqueren wir bereits Skon, das an der Südspitze des Muckersees liegt, auf den man von hier einen wunderbaren Blick werfen kann. Jetzt war es nicht mehr weit bis Krutinen, wo wir unsere Unterkunft hatten. Und nachdem jeder seine Schlüssel in Empfang genommen hatte und alle Sachen auf die Zimmer gebracht waren, ging es auf zu einem abendlichen Spaziergang durch den Wald, hinüber nach Nickelshorst oder Galkoven, wo sich unsere Stammgaststätte befindet, in die wir nun einkehren. Geschafft! Stolz präsentiert sich das markante Haus mit seiner vorzüglichen Küche. Im Obergeschoss ist ein kleines Museum eingerichtet, welches der aus Ostpreußen stammenden Marion Gräfin Dönhoff gewidmet ist. Hier hatte sich unser Großonkel Ernst, der noch in Erdmannen geboren wurde, während unseres Besuches im Jahre 2011 im Gästebuch verewigt und das versuchten wir nun zu finden. Es dauerte zwar, doch wir hatten Erfolg. Nach so langer Zeit in der Heimat zu sein, ist unbeschreiblich. Ich freue mich sehr, dass ich diese Reise noch einmal machen konnte und sehr viele nette Leute kennenlernte. Dank Tochter und Schwiegersohn war es noch einmal möglich. Ich bin Jahrgang 1925 in Erdmannen, Kreis Johannesburg geboren, Ernst Bublitz. Das werde ich auch abfotografieren. Die hat mir ein Buch geschickt, ne? Da haben sie ihre Geschichten in. Der nächste Tag führt uns nach Erdmannen, dem heutigen Cisina, das etwa 20 Kilometer südlich liegt und welches sozusagen das Heimatdorf unserer Großmutter ist. Zunächst rollen wir ganz langsam durch den Teil des Ortes, dessen Straße bereits gen Süden in Richtung der heute nicht mehr existierenden Ausbauten weit draußen in den Wiesen führt. Aber hier in Erdmannen gab es ein Grundstück, was so war, vollständig. Ja. Das wird das gewesen sein hier. Bloß das haben sie inzwischen modernisiert. Ja, aber trotzdem, die Scheune, die Zäune scheinen sie einigermaßen so zu machen. Knapp 20 Jahre früher zeigte sich noch dieses Bild. Die heute asphaltierte Straße war damals nur ein Sandweg mit großen Bäumen am Rand. Dieser Neubau ist ein gutes Beispiel für die verloren gegangene Romantik vergangener Zeit. An seiner Stelle stand im Jahre 1999 noch dieses schwarze Holzhaus, hier auf einem Foto aus jenem Jahr. Wir fahren langsam weiter, passieren das nächste Gehöft, das sich noch ein wenig im alten Stil präsentiert. Hier spürt man in gewisser Weise noch ein bisschen die alte Zeit, was bei uns immer einen besonderen Eindruck hinterließ. Das gleiche gilt für ein etwas außerhalb und abseits des Weges liegendes Bauerngehöft südlich des Dorfes. Hier wieder eine Vergleichsaufnahme von 1999, da hat sich also nicht so viel verändert. Und so ungefähr muss man sich wahrscheinlich auch das Elternhaus unserer Großmutter vorstellen. Es lag ebenso außerhalb, also draußen in den Wiesen, aber noch weiter weg vom Dorf.
Und es war eines von insgesamt 5 derartiger Ausbauten, die aber alle schon lange nicht mehr existieren. Laut Aussage unseres Großonkels waren sie wohl schon 1947 gänzlich verschwunden. Ein Anblick wie dieser aus dem Jahr 1999, vom letzten Abzweig zurück zum Dorf, wobei das hier eine Teleaufnahme ist, könnte sich so in etwa auch früher schon geboten haben, wobei sich der Weg, der hier runterführt, damals nicht so kahl wie heute präsentierte, sondern von einer Birkenallee gesäumt war. Das Stück Land, auf dem sich das Gehöft unserer Vorfahren befand, konnten wir natürlich ausfindig machen und das bereits vor 20 Jahren. Und jedes Mal war es ein Muss, es aufzusuchen, und so bogen wir auch dieses Mal in den dorthin führenden Sandweg ein und gingen die letzten paar hundert Meter zu Fuß. Die Flächen der früheren Bauernwirtschaften würde man allerdings ohne Orientierungspunkte kaum oder gar nicht finden. Die Wegverläufe sind heute zum Teil etwas anders als früher, was das Ganze noch zusätzlich erschwert. Kurz vor dem früheren Gehöft fanden wir sogar wieder den alten Grenzstein, den schon unser Großonkel, der ebenfalls von hier stammte, während unseres Besuchs im Jahre 2011 zufällig im Vorbeigehen entdeckte, nachdem er sich kurz zuvor von seinem Geburtsort endgültig verabschiedet hatte. Dieses Auffinden war damals eine echte Sensation. Jetzt muss ich mal fragen, ging das Grundstück bis hier ran von Bublitz oder wie? Kurz dahinter stehen wir dann direkt vor dem Grundstück, das an seiner Vorderkante unmittelbar am vorüberführenden Weg, der damals noch nicht existierte, durch dichte Astilbenbestände auffällt. Nördlich und östlich erstreckt sich heute junger Kiefernwald, der erst nachträglich angepflanzt worden ist und die Orientierung zusätzlich und ganz erheblich erschwert. Hier hinten bekommt man erst einen Eindruck davon, wie weit es unsere Großmutter und ihre Geschwister einst zur Schule im Dorf hatten. Waren im Winter die Schneeverwehungen auf dem Weg gar zu hoch, und das kam häufig vor, mussten sie quer übers Feld stapfen. Nach Süden hin erstrecken sich Wiesen, soweit das Auge reicht. An der südlichen Grundstücksgrenze führt ein kleiner Kanal entlang, auf den früher die Gänse getrieben wurden und der sich heute wegen des gesunkenen Grundwasserspiegels nur noch als schmaler Wiesengraben präsentiert. Schaut man aber auf eine Karte, dann scheint es eher ein kleiner Fluss namens Rudner zu sein, vielleicht ein bisschen vergleichbar unserer alten Fino zu Hause, die ähnlich wie hier auf manchen Abschnitten auch nur wie ein Wiesengraben wirkt. Die Brücke, die wir hier überqueren, existierte in dieser Form beim letzten Besuch im Jahre 2014 noch nicht. Damals war es nur ein normaler Feldweg, unter dem ein Rohr hindurchführte. Ruhe und Romantik pur. Da sind wir nun, an jenem Fleckchen Erde, an dem einst unsere Vorfahren zu Hause waren. Die schöne alte Heimat, von der unsere Oma so gern erzählte. Doch es hat sich verändert, an manchen Stellen sogar so sehr, dass man ohne mühsam erworbene Kenntnis nichts mehr finden oder wiedererkennen würde. Dann plötzlich kamen überraschend 3 Rothirsche mit Bastgeweihen von Norden her über die Wiesen geflüchtet und schienen nicht so recht zu wissen, wo sie nun hin sollten, denn von überall näherte sich irgendetwas Menschliches, entweder wir als Fußgänger, die sich laut unterhielten, oder Traktoren, die von der Feldarbeit zurückkehrten. Rothirsche. Hast du die da aufgenommen? Ja. Das war natürlich sehr beeindruckend, denn mit sowas rechnet man ja nun überhaupt nicht. Die Tiere flüchteten hier weiter in südlicher Richtung. Nur wenige hundert Meter entfernt verlief dort bereits die damalige Grenze nach Polen. Ja, jetzt sind sie noch drauf. Und das war's, was wir aufsuchen wollten, den Rest einer Brücke, die genauso in einem Bogen den Kanal überspannte, wie heute die neu gebaute im Hintergrund. Marco hat aber hier irgendwo drinnen, Marco, wo hast denn du den Stein hier vom Haus irgendwie? Zu sehen sind heute allerdings nur noch ein paar Reste, aber eben daran hatte unser Großonkel vor einigen Jahren erkannt, dass das Gehöft genau bis hierher reichte. Die Grenzen verliefen also schräg und nicht senkrecht zum Kanal. Die beiden Frauen traten aufgrund der lästigen Fliegen und Dasen bereits den Rückweg an, als wir noch voll mit Fotografieren und Filmen beschäftigt waren,
und nicht zuletzt auch mit dem Einwirkenlassen der Eindrücke, die man unweigerlich bekommt an dem Ort, an dem unsere Großmutter vor nunmehr über 100 Jahren, im Jahre 1913, das Licht der Welt erblickt hatte. Wir treten die Rücktour an und schon kommen die Ortschaften wieder in Sichtweite. In diesem Fall blicken wir hinüber nach Heidig, zu dem wir gleich noch kommen. Ein Bild wie aus unserer eigenen Kindheit, die schwarzbunt gefleckten Rinder auf den Wiesen, ein herrlicher Anblick. Am Auto angekommen geht der Blick in Richtung Dorfzentrum mit dem großen Schulgebäude. Bei dieser Entfernung flimmert die Hitze über den Wiesen und lässt das Bild ein wenig verschwimmen. Dann fahren wir wieder ins Dorf hinein, diesmal natürlich von Süden her. Die langsame Fahrt lässt uns noch einmal ein paar Eindrücke sammeln und zugleich in aller Deutlichkeit sehen, wie sehr sich alles seit damals verändert hat und das in nur 20 Jahren. Hier seien zum Vergleich noch einmal ein paar Fotos von damals gezeigt. Wie kahl wirkt diese Straße inzwischen, standen doch um die Jahrtausendwende hier noch große Bäume. Zudem war es, wie schon erwähnt und auch zu sehen, nur ein breiter Sandweg. Wir nähern uns der Schule, die wir eben noch flackernd von weitem in der Teleeinstellung sahen. Irgendwie ein schönes Gebäude, in dem unsere Oma also als Kind zur Schule ging. Sie steht genau an der Kreuzung, an der wir jetzt nach rechts abbiegen, auch wenn es hier zunächst so aussieht, als würden wir geradeaus weiterfahren. Denn dort liegt Heidig, der nächste Ort, den wir nun besuchen wollen. Die ersten Bilder, die ihr macht, das von der Schule, sahen so hübsch aus. Mhm. Ich dachte, ich wundere, wie schön die ist, wenn sie jetzt ist. Und dann mit den alten Bäumen hier noch vor, die musst du jetzt noch dazu denken. Ja, ja. Kurz vor dem Ortsausgang finden wir auf der linken Seite dieses Haus, das hier nur auf einem Foto von 1999 zu sehen ist. Und schräg gegenüber ein verlassenes Gebäude, das Grenzhaus zwischen beiden Orten. Hier amtierten die beiden Dorfpolizisten, jeweils von Erdmannen und Heidig, jeder sozusagen in der entsprechenden Haushälfte. Das inzwischen baufällig gewordene, weil lange verlassene Haus wurde in den vergangenen Jahren von uns zwar immer wahrgenommen, aber bis jetzt noch nie näher betrachtet. Dieses Mal nun wagten wir natürlich einen Blick hinein, wobei man Wagen wirklich betonen muss, denn der Anblick, der sich hier bot, war nicht sehr vertrauenserweckend. Die zur Straße hingelegenen Räume hatten noch einen Zustand, der es zumindest erlaubte, sie zu durchqueren, aber dennoch musste man aufpassen, wo man hintritt, denn der Boden schien bisweilen nur sehr begrenzt tragfähig. Immerhin sah es so aus, als wären wir nicht die Ersten gewesen, die das Haus in diesem Zustand betreten hatten und auch nicht die Letzten sein würden. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie lange das Gebäude genutzt wurde bzw. wie lange es bereits leer steht. Eine Nachnutzung ist zumindest wahrscheinlich, denn als Amtsgebäude für die Dorfpolizisten dürfte es nach dem Krieg wohl kaum noch gedient haben, denn die Gegebenheiten unter heutigen Bedingungen dürften sich diesbezüglich geändert haben. Wer weiß, wie lange das Gebäude noch weiter so vor sich hin verfallen wird, ob man es seinem Schicksal überlässt, sodass der komplette Einsturz früher oder später die logische Konsequenz sein wird, das darf man zumindest vermuten, denn der bauliche Zustand wird andernfalls nur noch den Abriss zur Folge haben. Wahnsinn. Zur anderen Seite hin sehen die Räume wesentlich dramatischer aus. Hier wies die Decke bereits Durchbrüche auf, die ein weiteres Erkunden nicht zuließen. Unmittelbar hinter dem Grundstück, auf dem das Grenzhaus steht, schließt sich der Friedhof an, hier zunächst der damals neue Friedhof, der heute nur noch Wildnis ist, aber wo wir immerhin wieder einen Grenzstein fanden. Gleich nebenan liegt der ehemals alte Friedhof, der noch vor 20 Jahren eine ähnliche Wildnis war, wie auf diesem Foto zu sehen ist, der aber später wieder zugänglich gemacht wurde,
Manche Gräber auf diesem Abschnitt scheinen also irgendwie eine besondere Bedeutung zu haben. Ja, und wiederum an diesen Friedhof, auf dem übrigens noch unsere Urgroßmutter begraben liegt, schließt sich, nur durch einen Weg getrennt, ein heute brachliegendes einstiges Bauerngehöft an. Hier lebten unsere Großeltern dann als junges Paar und hier wurden auch die ersten beiden Kinder geboren. Als Wahrzeichen steht heute immer noch der alte Birnbaum am ehemaligen Brunnen, doch seine Tage dürften langsam gezählt sein. Unsere Großmutter hieß übrigens geboren Bublitz und später verheiratet Danitz. Auf der anderen Straßenseite erstrecken sich zunächst Wiesen, aber hinten vor dem Waldrand erkennt man ein paar Häuser. Vor 20 Jahren waren es noch 2, heute sind es 4. Und in einem davon musste unsere Großmutter mit den Kindern das letzte Jahr bis zur Vertreibung notgedrungen als Untermieter leben, weil ihr Haus zu dieser Zeit bereits von russischen Soldaten besetzt war. Der Weg dorthin führte damals noch als Feldweg in einem scharfen Bogen zu den Gehöften. Heute ist es eine weiter vorn abzweigende, leicht geschwungene Asphaltstraße. Man muss dazu sagen, dass die Flucht für unsere Großmutter im Winter 45 für sie nur bis Allenstein ging. Von dort musste sie wieder zurück. Warum genau, hatte sie früher zwar mal erklärt, aber heute weiß ich es leider nicht mehr. Ist das schade. Die Leute, die heute hier leben und mit denen wir ins Gespräch kamen, erlaubten uns freundlicherweise, Haus und Hof zu besichtigen, wobei hier selbstverständlich nur Außenansichten präsentiert werden. Der ältere Herr, der hier bereits im Jahr 2015 verstorben war, erzählte uns beim letzten Besuch, also 2014, dass er bereits als junger Mann hier für den früheren Besitzer gearbeitet hatte und dass er sich daran erinnern konnte, dass hier eine Frau mit 2 kleinen Kindern lebte. Die Kinder sah er bisweilen auf dem Hof im Sand spielen. Heute ist dieser Hof von Rasen bedeckt. Nach hinten hin erstrecken sich die ausgedehnten dunklen masurischen Wälder, wo sich damals eines Abends beim Pilzesammeln mein Onkel als kleines Kind verlaufen hatte und vor Angst an einem Baum stehen blieb, bis seine Mutter dies bemerkt hatte und sich aufmachte, ihn zu suchen, Gott sei Dank mit glücklichem Ausgang. Von hier aus geht es nun wieder in langsamer Fahrt weiter. Wir durchfahren jetzt Heidig, das sich in den letzten 20 Jahren auch sehr auffällig verändert hat, seinen besonderen Reiz aber im Großen und Ganzen noch bewahren konnte. Dennoch stimmt es nachdenklich, wenn man die Entwicklung verfolgt. Wo ist die Stille von einst geblieben? Das verträumte Dorf, dessen Sandwege neben der Straße mit den Tritten der entlanggetriebenen Rinder übersät waren und wo nach Regenfällen viele Pfützen zurückblieben, hier einmal zum Vergleich ein Foto, wieder aus dem Jahr 1999. Und wenn wir schon bei diesem Rückblick sind, seien gleich noch ein paar weitere Fotos aus demselben Jahr gezeigt. Alles wirkt hier noch recht verträumt. Und wirft man einen Blick direkt auf die Höfe, hat man bisweilen das Gefühl, als wäre die Zeit hier gänzlich stehen geblieben. Es fehlt hier nur noch die Gestalt der Großmutter, die plötzlich hinterm Schuppen hervorkommt. Dann wäre das Bild perfekt. Dann seien zwischen diesen Aufnahmen und jenen der Autofahrt, die wir gleich fortsetzen, noch ein paar abendliche Eindrücke eingeschoben, als wir zu Fuß entlang der Straße spazierten, um den Ort mal ganz in Ruhe zu betrachten. Auf diese Weise ließ sich die Aura viel besser erleben. Man konnte an interessanten Häusern kurz verweilen, Vorgärten sehen, wie es sie bei uns kaum noch gibt. Und was uns immer sehr beeindruckt hat, waren die alten Lauben. Es ist schon beeindruckend, dieses typische masurische Dorf, zu dem wir obendrein eine besondere Beziehung haben, so nah zu erleben. Uns fällt auf, dass sich viele der damals noch schwarzen Häuser inzwischen in modernisierte braune verwandelt haben, denn auch die beste Imprägnierung ist nichts für die Ewigkeit. Und nicht nur das veränderte sich, bei vielen dieser Häuser erfuhr auch die gesamte dazugehörige Gartenanlage im Zuge der Neuerungen in gewisser Weise meist eine Verarmungskur. Ja, so könnte man es tatsächlich nennen, denn zum Beispiel verschwanden manche alte Obstbäume und die artenreichen, oft ungemähten Grünflächen wichen sterilem Zierrasen, sodass viele Grundstücke zwar sauber, aber nicht mehr so gemütlich wie früher wirken. Ja, und betrachtet man nun diese beiden Fotos wieder von 1999 und vergleicht es mit dem heutigen Zustand, den wir hier kurz im Vorbeifahren sehen, dann wird schnell klar, was gemeint ist.
Das soll natürlich keinesfalls eine Wertung sein. Es fällt eben nur auf, dass die westlich anmutende Moderne auch hier Einzug zu halten scheint, in einer Gegend, die sich ansonsten glücklicherweise noch sehr lange ihre Ursprünglichkeit bewahren konnte. Aus diesem Grund sieht man eine solche Entwicklung, wenn man es noch anders kennt, teilweise mit etwas gemischten Gefühlen, denn konnte man sich um die Jahrtausendwende beim Betrachten der Dörfer noch sehr gut in die alte Zeit der Großmutter hineinversetzen, fällt das heute sehr viel schwerer. Östlich von Heidig teilt sich die Straße. Wir biegen zunächst rechts ab und fahren nach Karpa, wo sich vor dem Krieg der Grenzübergang nach Polen befand. Das Dorf selbst präsentiert sich eher schlicht, unter anderem mit ein paar leerstehenden Viehställen. Musst du mal in den zweiten Stall reingucken, da ist glaube ich die Trempel, die in der Mitte sind, die sind glaube ich noch richtig aus Holz. Und von hier aus geht es dann nach Toroscheln oder Mittenheide mit seiner auffallenden Kirche, in der sich unsere Großeltern an einem historischen Datum, nämlich genau am 1. September 1939, gewissermaßen in letzter Minute das Ja-Wort gaben. Dann musste der Großvater an die Front. Selbstverständlich war es ein Muss, hier anzuhalten. Immerhin ist dieser historische Moment inzwischen rund 80 Jahre her. Meine Großeltern haben hier 39 am 1. September geheiratet noch. Also quasi am Tag der Kriegsbeginn. Und bevor die Kirche dann zerstört wurde? Von innen haben wir die Kirche damals 2014 betrachtet. Von Toroscheln fahren wir weiter nach Johannesburg, der Kreisstadt. Seltsamerweise finden wir hier immer an fast derselben Stelle wie in den vorangegangenen Jahren einen Parkplatz, sodass wir nicht weit laufen müssen, um den Platz vor dem Rathaus zu erreichen. Dem einzigen Ort, an dem sich die im Krieg zu 70% zerstörte Stadt, wenn auch inzwischen weitgehend restauriert, noch im historischen Gewand zeigt. Ansonsten findet man hier nur polnische Moderne, alles in allem aber eine ansehnliche Stadt. Zunächst ging es zum Kantor, denn wir mussten wieder etwas Geld wechseln. Und da dieser sich im Obergeschoss befand, ließ sich von dort mal ein anderer Blick auf den Platz werfen. Unser Ziel war ein Hotelrestaurant an der Pisa, wo wir schon 2011 mit unseren Hamburger Verwandten eingekehrt waren und das ich noch von 1999 kannte. Hier wurde dann gleich auch die gerade neu gekaufte Sonnenbrille ausprobiert. Auf der Rücktour dann einen Blick auf die eher unauffällige Kirche. Dann begeben wir uns noch kurz hinunter zum Fluss, der hier, also jenseits der Straße, längst nicht mehr so verträumt wirkt wie eben noch neben dem Kaffeetisch. Dann verlassen wir die Stadt, wollen eine Abkürzung durch den Wald nehmen, erleben auf diese Weise immerhin die Johannesburger Heide in ihrem Herzen, hatten aber Bange, irgendwann festzustecken, und so kam es auch fast. Aber eben nur fast. Oder so, genau. Hier ist ein Insekt. Wir haben hier noch einen blinden Passat hier an meiner Scheibe. Das Viertel war ja auch eingezeichnet, war der richtige Ort. Navi wird sich nicht, Christa. Aber eine Schaufeide auf jeden Fall, weil wie gesagt, ja, da machen sie halt Eis draus. Der nächste Tag startete gleich nach dem Frühstück mit einer Fahrt nach Wilhelmshof und Liebenberg. Doch zunächst gab es einen kleinen Abstecher nach Kreuzofen, das ein bisschen abseits der Strecke, mitten im Wald am Niedersee liegt. Dies war wiederum das Heimatdorf unserer Urgroßmutter und übrigens auch jenes des bekannten Günter Schiwi, der zuletzt in Hannover lebte. Er schrieb unter anderem in der Masurischen Storchenpost über die einstigen Kohlemeiler von Kreuzofen. Die Produktion von Holzkohle hatte hier eine lange Tradition und war früher ein wichtiger Wirtschaftszweig. Vorbei am ehemaligen Bürgermeisteramt, das hier auf einem Foto von 2011 während unseres zweiten Besuchs damals zu sehen ist, spazieren wir hinunter zum Niedersee, stellten dort jedoch fest, dass man den Strand ohne Eintritt nicht mehr erreichen konnte, alles war eingezäunt, und so drehten wir wieder um. Damit setzen wir nun also unseren ursprünglichen Weg fort. In den Wiesen hinter Erdmannen, das wir dabei noch einmal durchquerten, fällt ein alter Ziehbrunnen ins Auge. Auch dieser Anblick wird hier immer seltener. Dann geht's über Kowalik, dem früheren Waldburg, das wir jetzt aber nur streifen, weiter durch Blumenau, dessen heutiger Name zumindest im Geschriebenen etwas kompliziert aussieht. Und hier haben wir zur Abwechslung mal keine Asphaltstraße, sondern Kopfsteinpflaster.
und zudem ein paar besonders reizvolle alte masurische Häuser. Die kleine Hofpolizei ist hinter dem dichten Lattenzaun zwar nicht zu sehen, aber dafür umso deutlicher zu hören. Langsam tuckern wir durch den verträumten Ort, aus dem wiederum eine Großtante von uns stammte. Allerdings konnten wir nur spekulieren, wo ihr Haus stand, und das ist aus unserem Fahrtengespräch auch unschwer rauszuhören. Im hinteren Bereich, also wir fahren ja jetzt durch Dorf, das ist ja eine lange Gerade. Ja, ungefähr kann ich dir das sagen. Hat mir Onkel Ernst gesagt. Ja. Ist das Haus da? Nee, das weiß ich nicht. Und die fahren wir jetzt durch und am anderen Ende, da soll Emmy irgendwo auf der linken Seite gewohnt haben. So, und jetzt kommt hier hinten die Linkskurve, da wo das Auto rumkommt. Und in der Kurve, kurz vorm Ausgang, da soll es irgendwo auf der linken Seite, also Onkel Ernst hat gesagt, ich glaube, es war irgendwo links. Und nicht sofort an der Straße, sondern so ein bisschen abseits. Es kann also auch nur eventuell das da sein. Ja. Ach ja, da drüben, ne? Hm? Ja, jetzt kennt man. Über Friedrichshof, Rosorgi, ging es dann weiter in westlicher Richtung, zunächst nach Wilhelmshof, dem heutigen Vilamovo, einem sehr schönen Ort mit zwei Dorfweihern, von denen einer eine idyllische Halbinsel mit Pavillon aufweist. Der Pavillon war da gewesen? Ja. Schon 2011 hielten wir hier an und trauten uns zwar auch auf die Halbinsel, hielten uns aber nur ganz kurz hier auf und sahen zu, dass wir bald wieder weiterkamen, denn wir waren die ersten beiden Tage damals nur zu zweit, weil unsere Hamburger Verwandten etwas zeitversetzt dazu stießen. Es ist aber ein wirklich sehenswerter Ort, allein schon wegen seiner zwei beachtlichen Dorfweiher, die Hauptstraße führt genau mitten hindurch. Welche Ortschaft hat sowas schon zu bieten? Am hinteren Dorfrand stehen noch ein paar schöne alte masurische Häuser, von denen nicht mehr jedes bewohnt zu sein scheint, aber die eben immer noch an jene alte Zeit erinnern, in der unsere Oma in dieser Gegend lebte. Ein Sandweg, den wir hier entlang schleichen, führt nach kurzer Strecke in einem Bogen wieder zurück zur Hauptstraße. Die Fahrt geht weiter nach Liebenberg, das auf Polnisch schlicht und einfach Klon heißt. Es soll jenes masurische Dorf sein, in dem noch die meisten schwarzen Häuser stehen, so hieß es zumindest vor 20 Jahren. Doch wenn man sieht, dass es selbst hier nicht mehr sehr viele sind, weiß man, wo der Trend hingeht. Gespannt waren wir wieder auf ein ganz bestimmtes Haus am nördlichen Dorfende. Eher ein Häuschen, dem man eigentlich gar nicht zutrauen würde, dass dort noch jemand wohnt. Und da ist es zu sehen, es steht tatsächlich noch und ist immer noch bewohnt. Ja, und was nun noch gar nicht erwähnt wurde, an diesem Tag feierte man überall in Polen das Fronleichnamsfest, so auch hier in Liebenberg. Anlaufpunkt war die katholische Kirche. Das ganze Dorf schien auf den Beinen, die Leute traten bisweilen in den schönsten Trachten auf, doch der Feigling hinter der Kamera brachte es nicht fertig, davon eine schöne Szenerie zu filmen. Zu viele Leute standen am Straßenrand und schauten nicht zuletzt auch auf das fremde Auto. Zurück in Krutinen ist nun der gleichnamige kleine Fluss unser Anlaufpunkt, die Krutina, an der sich bereits so einiges tummelt. Der Beginn der Saison ist unübersehbar. An manchen Uferabschnitten stapeln sich die Paddelboote zu bunten Haufen. Hier sind jetzt nicht die Boote das Hauptmotiv, sondern die Prachtlibelle auf dem Ahornblatt im Vordergrund. Ein erstes Mal taucht die Kamera nun ein in die Unterwasserwelt des Flüsschens und zeigt gleich ein paar winzige Fische, die sich im Seichtwasser tummeln. Hier ein Blick Richtung Mitte und man sieht, der Fluss hat nicht nur Überwassersaison. Tja, ursprünglich liebäugelten wir mit einem Kajak, doch es kam ganz anders. Uns wurde eine Starktour angeboten, bei der man viel bequemer in die ohnehin größeren Kähne steigen und obendrein höher sitzen kann. Und außerdem passten wir dort alle zusammen rein. Es ging stromaufwärts in jenen Abschnitt, wo die Krutina noch sehr naturbelassen ist. Unser Bootsführer sprach sehr gut Deutsch und erzählte uns viel über den Fluss und seine Tierwelt. Mhm. Aha. Da singt der Gelbspötter wieder. Wiet, 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 wiet. Hier sollte die Kamera nun ein weiteres Mal ein paar Eindrücke unter Wasser festhalten. Und selbst in der Mitte ist das Wasser nur etwas mehr als knietief,
Wobei das jedoch nicht für den gesamten Flussverlauf gilt. Es gibt natürlich auch abschnittweise deutlich tiefere Bereiche. Könnte es sein, dass er 10 Kilometer lang ist, etwa? 9. Naja. 9 Kilometer und ungefähr 2,30. Also vergleichbar mit unserem Werbelinsee dann. Ich glaube, wir haben hier wie viele? 850 Hektar. Ich habe keine Sorge, ich wasche einfach vor. Umgeben von Vogelgezwitscher und schwirrenden Libellen lauschen wir den fachkundigen Ausführungen des 1MS-Schiffsmotors und genießen dabei diesen wunderbaren Vormittag. Dann wurde der Fluss etwas breiter, überall saßen Stockenten auf den im Wasser liegenden Stämmen und Ästen und fast umgestürzte Bäume wurden einfach mal mit Pfählen abgestützt, damit der Urwaldcharakter erhalten bleiben konnte. Okay. Das ist die höchste Stufe Zeugnis von dem Wasserqualität. Aus dem klaren Wasser ragt hier und da mal ein größerer Stein, der dann oft von einem Wasservogel besetzt ist, in diesem Fall von einem Schellentenweibchen. Nicht weit entfernt tummeln sich die dazugehörigen Jungen zwischen trockenen Ästen. Überall naturbelassene, fast unberührt wirkende Landschaft, sowohl von oben als auch von unten gesehen. Auf diesem Flussabschnitt bemerkt man den Beginn der Saison noch nicht oder nur ganz wenig. Die meisten Paddler starten von Krotinnen erstmal stromabwärts. Und jene, die man hier oben antrifft, sind auch überwiegend solche, die erstmal vom Muckersee herkommend quasi von oben in die Krotinne paddeln und sich gemütlich von der Strömung treiben lassen. Nee. Hier kommt uns ein Gänsesägerweibchen entgegen. Ja. Ja, und die breiteste Stelle markiert nun den Wendepunkt. Noch einmal taucht die Kamera kurz ab, zeigt aber hier nichts außer leicht lümeriges Wasser und kargen Boden. Es geht nun wieder flussabwärts. Die Paddler, von denen die meisten nun in der gleichen Richtung wie wir unterwegs sind, lassen sich ebenfalls treiben und müssen ihren Kurs nur gelegentlich mit den Rudern korrigieren. Es hat uns das Flussfieber gepackt und deshalb geht's gleich am nächsten Tag doch noch mit dem Kajak los, wobei die beiden Frauen den Nachmittag lieber im Dorf verbringen. Für mich war diese Tour insofern etwas Besonderes, weil ich das letzte Mal vor fast 20 Jahren mit einem Paddelboot auf der Krotinne unterwegs war. Wir genossen trotz der relativ zahlreich unterwegs gewesenen Paddler das gemütliche Dahintreiben, wobei wir die Kamera auch hier wieder einen Blick unter die Wasseroberfläche mitten in die Kinderstuben der Flussbewohner werfen lassen. Und während die Fischbabys im Wasser mit sich beschäftigt sind, wird ihr Urgroßvater oberhalb der Wasserfläche von einer Nebelkrähe bearbeitet und davongetragen. Die Strecke hatte ich allerdings ein wenig unterschätzt. Siegessicher meinte ich anfangs, wir könnten bis nach Rosorja paddeln, wobei schon unsere Gastgeberin meinte, dass diese Strecke etwa 2 Stunden in Anspruch nehmen würde. Und folgerichtig entschieden wir uns letztlich dann doch nur für einen Bruchteil des Ganzen, auch um die Frauen nicht übermäßig lange allein zu lassen. Eine Landschaft wie im Land der Indianer oder vielleicht doch eher der Galinda, wer weiß. Letztere haben ja vor langer Zeit in dieser Gegend gelebt, doch dazu kommen wir noch, wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Ja. Die Krotinne verbreitert sich nun, wirkt hier beinahe wie der Finokanal zu Hause, die Fließgeschwindigkeit nimmt merklich ab. Die Fahrt der Boote muss nun langsam mit den Rudern unterstützt werden. Die permanente Konzentration auf das Filmen machte eine ständige Kurskorrektur erforderlich, denn das Boot suchte sich seinen eigenen Weg und stellte sich andauernd quer. Irgendwie wollten der leichte Wind und die schwache Strömung es immer ins Schilf hineindrücken. Auf diese Weise hätten wir es bis Rosorja wahrscheinlich sogar in 4 Stunden noch nicht geschafft. Vor uns lag nun der Grund für die Breite des Flusses, die alte Wassermühle von Silone Lasek oder Grünheide, in der einst Getreide gemahlen wurde.
Auf der Rücktour nun bergauf sieht man unsere verschiedenen Winkel bzw. unterschiedliche Ausrichtung der Boote. Es ging ständig kreuz und quer. Bei einem Urlaub in Masuren darf auch der Besuch von Nikolaiken nicht fehlen, einer ansehnlichen Kleinstadt, die an einem langen Arm des Spürdingsees gelegen, ein bekannter Touristenmagnet ist. Hat man von Süden her kommend den Nikolaikasee überquert, biegt man kurz dahinter nach rechts in die durchaus sehenswerte Altstadt ein. Hier geht's fast nur im Schritttempo voran, vor allem jetzt zu Saisonbeginn pulsiert das Leben. Wir finden schnell einen bewachten Parkplatz, von dem es zu Fuß zur Uferpromenade unserem eigentlichen Ziel geht. Im Hintergrund die markante Fußgängerbrücke, von der Kaimauer legen ständig Fahrgastschiffe ab und zahlreiche Tret- und Motorboote sind auf dem Wasser unterwegs. Für denjenigen, der die Ruhe Masurens sucht, ist es hier um diese Zeit fast schon ein wenig zu überlaufen. Die Leute drängen sich auf dem schmalen Weg teilweise dicht an dicht. Ein gemütlicher Spaziergang entlang der Uferpromenade, wo es so einiges zu sehen gibt, ist immer interessant, vor allem bei sonnigem Wetter wie hier. Da schwimmen sie, die Tretbootkäfer in verschiedenen Farben. Der nächste Tag zeigt sich zunächst bedeckt. Wir sind noch einmal in Nikolaiken und spazieren hier gerade bei etwas kühleren Temperaturen über die Fußgängerbrücke und warten, dass das lebhafte Treiben langsam in Gang kommt. Ein Blick von der Brücke auf die noch leere Hafenpromenade. Ja, zugegeben, wir waren diesmal rechtzeitig hier, aber das hatte seinen Grund, denn wir hatten noch mehr vor. Zur Debatte stand zunächst eine Bootstour, die wir gern zu viert machen wollten, damit wir noch einmal alle zusammen auf dem Wasser waren. Vor uns lagen sie schon mal. Die verschiedenen Varianten in mehreren Größen, vom Tret bis zum kleinen Motorboot in Form irgendwelcher Autos. Doch zunächst schlenderten wir noch ein wenig die Promenade entlang, und zwar ein ganzes Stück weiter als beim letzten Mal, um zu schauen, wie es weiter hinten aussieht. Doch der Trubel sowie das Angebot ebbten irgendwann erwartungsgemäß ab. Die weiße Gehwegmarkierung in Fischform wies uns die Richtung. Dann kam die Sonne langsam raus und wir hatten tatsächlich ein passendes Boot für uns gefunden, mit dem wir nun nach kurzer Einweisung gemütlich auf den See hinausfahren konnten. So legten wir also ab und ließen den Hafen hinter uns. Hinaus ging es auf den knapp 6 Kilometer langen, über 1 Kilometer breiten, rund 5 Quadratkilometer großen und bis zu 26 Meter tiefen Nikolaiker See, der, wie weiter vorn schon angedeutet, mitunter auch als langer Arm des sehr viel größeren Spürdingsees bezeichnet wird. Ach, war das herrlich! Hinter uns liegt nun Nikolaiken mit seiner hübschen Hafenpromenade, auf der wir eben noch lang spaziert sind. Wenn die Mutti, wenn die Kinder sehen, wollen die nächste Mal mitkommen. Auf der gegenüberliegenden Seite lag ein größerer Segelmaster, den wir uns mal aus der Nähe betrachten wollten. Ein paar Wasserkäfer kreuzen unseren Weg. Dann halten wir Kurs auf die Fußgängerbrücke, die wir heute Morgen bei noch bedecktem Himmel bereits überquert hatten. Nun wollten wir sie unterqueren. Da ist sie also nun, mit nur wenig mehr Betrieb als heute Morgen. Als nächstes folgt dann die deutlich breitere Straßenbrücke, über die wir zuvor schon mit dem Auto herangerollt waren. Und schließlich als dritte noch eine Eisenbahnbrücke, die als solche unschwer an ihrer speziellen Konstruktion erkennbar ist. Doch die Stunde, die wir zur Verfügung hatten, war inzwischen um und so näherten wir uns, nachdem wir diesem Ozeanriesen hier fürs Auslaufen Platz gemacht hatten, wieder langsam dem Hafen, wo uns bald schon der sichere Boden wieder hatte. Damit sagen wir Tschüss Nikolaiken und steuern unser nächstes Ziel an. Ach, das ist Novi Most. Ja, siehst du, Novi Most, siehst du.
Genau, das hat er nämlich erst an dem Moment. Er muss erst nach Nový Most. Wir durchqueren Nový Most und hier weiß der Insider schon, wohin es gehen soll. Was man nämlich, wenn man in dieser Gegend Urlaub macht, nicht versäumen sollte, ist ein Abstecher nach Mazurski Eden, das am Ufer des Beldansees gelegen Geschichte in die Gegenwart ruft und das Land der alten Galinder, die hier einst herrschten, zum Leben erweckt. Schon bei der Anfahrt ist unübersehbar, dass man sich einer etwas anderen Welt nähert. Am Eingang empfängt uns ein Posten, der Wegezoll einfordert, ohne den wir nicht passieren dürfen. Galinja steht über dem Eingang, dann führt der Weg vorbei an seltsamen Skulpturen, bis wir schließlich das Hauptgebäude erreichen, dessen palisadenbewehrter Eingangsbereich mit zahlreichen eindrucksvollen Schnitzereien verziert ist. Den Weg zum hinteren Bereich am See nahmen wir durchs Haus, das wir jedoch von innen nicht zeigen sollen, auch wenn das absolut sehenswert wäre. Hier wenigstens mal kurz der Aufstieg hoch zum Hotelbereich. Über den hinteren Ausgang gelangen wir dann direkt ans Ufer des Beldansees, eines großen, langgezogenen und buchtenreichen Gewässers, das im Norden mit dem Nikolaika-See und damit indirekt auch mit dem Spürdingsee und nach Süden hin unter anderem mit dem Niedersee verbunden ist. Hier gleich nebenan, quasi um die Ecke, mündet auch die Krutina in den See. Da sitzt der Pseudo-Galinder-König auf seinem Thron und grüßt das Volk. Und die Paparazzi hören sogar aufs Wort und beginnen erst auf Kommando mit dem Fotografieren. Ja, eigentlich sollte er den Fotoapparat halten, als wenn er mich fotografiert, das meinte ich. Dann folgt ein Spaziergang zum Steg, wobei wir diesmal sogar dem weißbärtigen Urvater und letzten echten überlebenden Galinder begegnen, ganz anders als die Strohpuppe eben auf dem Holzthron, der sich hier mit zwei Gästen unterhält. Wir passieren die Wächter, die die Anlandung feindlicher Boote beobachten und stehen kurz darauf schon auf dem altertümlichen Steg. Nach kurzem Ausblick auf das große Gewässer und der Feststellung, dass die hier anlegenden Boote immer moderner werden und damit nicht so ganz zum Flair passen, begeben wir uns langsam wieder in die andere Richtung. Vorbei geht's an der schönen Gartenanlage zunächst zum zentralen Platz am See. Immerhin findet man hier unter den großen Bäumen auch den nötigen Schatten, wenn man ihn braucht. Von hier aus setzen wir unsere klassische Route am Seeufer entlang fort. Und der Rundweg auf dieser Halbinsel führt unweigerlich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Überall tauchen wie aus dem Nichts die geheimnisvollen Figuren auf, die wohl jede für sich ihre eigene Geschichte erzählen. Und als sich der waldartige Abschnitt langsam öffnet, erreichen wir die ein bisschen abseits gelegenen Grünflächen, auf denen es auch so einiges zu entdecken gibt, so zum Beispiel altes Gerät, und weiter hinten die düster dreinblickenden Henker und dazu die an den Bäumen hängenden Galgen. Plätze für altertümliche Riten. Immerhin kann man hier als Gast auch feierlich in die Reihen der Galinder aufgenommen werden. Und dann stehen wir auch schon wieder vor dem Hauptgebäude, das in seinen Details auch nochmal fotografisch festgehalten werden sollte. Und egal welchen Bereich man sich betrachtet, es ist immer beeindruckend und irgendwie fesselnd. In der Gartenanlage nebenan fällt eine außerordentlich große Klematisblüte auf. Dann nähern wir uns auch schon wieder dem Ausgang. Und der in der Hitze von lästigen Insekten geplagte Wachposten, der der sengenden Sonne die ganze Zeit trotzen musste, grüßt freundlich zum Abschied. Es ist zeitiger Nachmittag und bevor wir in unser Stammlokal einkehren, wo wir diesen letzten Tag in aller Gemütlichkeit ausklingen lassen, fahren wir nun über Neu-Ukta und Ukta hinüber nach Galkoven, um dieses wirklich sehenswerte Dorf noch einmal in aller Ruhe zu Fuß zu erkunden. Der herrliche Tag lud förmlich dazu ein. Bald schon erreicht man die etwas erhöht stehende ehemalige Schule, wo alte Linden die schmale Dorfstraße säumen.
Die Lage des Dorfes abseits der Hauptverkehrsstraße verleiht ihm diese ruhige und idyllische Atmosphäre. Die Ortsbezeichnung Nickelshorst galt genau genommen nur zur Zeit des Nationalsozialismus, denn dort erhielt das Dorf, das eigentlich Galkoven heißt, diesen Namen. Es wurde im 19. Jahrhundert von den altorthodoxen Philipponen gegründet und blieb neben dem unweit gelegenen Eckertsdorf bis in das späte 20. Jahrhundert eine der letzten Siedlungen, in der überwiegend Angehörige dieser Religionsgruppe lebten. Beim Spaziergang fällt auf, dass hier kaum Autos unterwegs sind, man passiert wunderschöne Gehöfte mit alten masurischen Häusern, bisweilen fühlt man sich sogar in eine andere Welt versetzt. Und da Galkoven das Dorf der Pferdegestüte ist, dauert es auch gar nicht lange, bis man wieder auf eine kleine Herde trifft, die sich auf einer Koppel direkt an der Straße tummelt. Unsere Anwesenheit löst bei den Tieren bisweilen Neugier aus, sodass sich eines von ihnen immer mal wieder nähert, um nach dem Rechten zu schauen. Oder auch einfach nur, um zu sehen, ob die Fremden denn auch Futter mitbringen oder man gar von ihnen gestreichelt werden könnte. Doch bis auf Letzteres konnte nichts weiter geboten werden, sodass der Weg für das Pferd hierher gar nicht lohnte und es vorher schon wieder umdrehte. Nun war es jedoch langsam Zeit für die Rücktour. Immer wieder locken die schwarzen Häuser zum Filmen, aber einmal biegen wir noch in einen Nebenweg ein und sehen das, was Hinterhöfe, wenn man das hier überhaupt so nennen kann, erwarten lassen, eben alte Landmaschinen, mit denen die Bauern hier noch ihre Felder bearbeiten. Doch nun sind wir wieder an der Gaststätte angekommen und sehen sie hier auch mal von der Rückseite, wo sich nach hinten, also hier jetzt nach rechts, zwei Tennisplätze anschließen. Übrigens stand dieses Gasthaus einst als altes Jagdhaus in Steinort, wo es schon von den damaligen Besitzern, den Grafen Lehndorf, als Gaststätte verpachtet wurde. Dort wurde es nach der Jahrtausendwende vollständig demontiert und restauriert, wobei die Holzbalken des inzwischen maroden Gebäudes konserviert werden mussten. In Einzelteilen wurde es dann hierher verschafft und schließlich wieder originalgetreu aufgebaut, wobei fehlende Teile ergänzt werden mussten. Zum Beispiel war ein Flügel bereits nach Kriegsende zerstört worden und musste nun rekonstruiert werden. Als das Hauptgericht bereits verzehrt war, genießen wir noch, zum Teil schon ein bisschen überkandidelt, unseren Eisbecher, jeder natürlich seine selbst zusammengestellte Kreation. Marco, dann gib ich mir Brüsch. Kann nicht mehr. Reicht doch. Was machst du denn da? Futterst du dir selber? Was bist du verrückt? Der Tag der Abreise. Ja, gerne. Soll ich hochkommen? Ja. Ich habe ein bisschen über allen Stellen sowieso fahren. Aha, okay, also über allen Stellen müssen wir. Ja, denke ich schon. Mhm. Über allen Stellen. Ihr kommt nach Majewo. Mhm. Und nach Majewo sollte links ab nach Druliti. So, links ab nach Druliti. Und hinter Druliti 1 Kilometer geradeaus fahren und dann über eine Brücke nach links und da ist die Anlegestelle. Das schreibe ich mir mal ab. Ja, das müsste ich mir oder ablichten. Oder. Selbstverständlich sollte es nicht in einem Zuge zurückgehen. Diesmal wollten wir nun endlich, wie oft hatten wir uns das schon vorgenommen, den Oberlandkanal mit seinen geneigten Ebenen besuchen. Unsere Gastgeberin Brigitta war so nett, uns eine Wegbeschreibung mitzugeben, wie wir nun am besten dorthin gelangen konnten. Ja, aber die herrliche Ruhe. Wir haben gestern noch eine Kanutour gemacht, eine Starktour im Dunkeln. Wir sind ja um 9:30 oder so hier spazieren gegangen und haben gar nicht mit gerechnet und sind über die Krotinne, über die Brücke. Und dann hat uns ein älterer Herr angesprochen, ob wir noch mal starken möchten. Dann sind wir schnell hierher, haben Geld geholt, weil wir eine Spei hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann ist der mit uns im Dustern, also im Dunkeln, von 10 bis 11 noch eine die Krotinne hoch eine Tour. Ja, eine noch, herrliche Ruhe. Weißt du, was die Fische hatten? Wir wussten nicht, ob du warst nicht bei? Nee, ich war nicht mit dir. War zu müde. Um Gottes Willen. Wir wussten nicht, ob er uns. Hat er mit Lampions? Die technische Attraktion, bei der die Schiffe nicht über Schleusen oder ein Hebewerk, sondern eine geneigte Ebene die verschiedenen Staustufen überwinden, ist schon wirklich was Extravagantes.
Der Zufall wollte es, dass wir gerade noch ein Schiff für eine Mitfahrt abpassten und das nutzten wir natürlich. Somit konnten wir aus nächster Nähe die rund 160 Jahre alte Technik bewundern. Vorbei ging es zunächst an den großen Seilrädern, dann fuhr das Schiff in den Waggon oder Wagen auf Schienen ein, bevor es aus dem Wasser gezogen wurde und sich auf der schiefen Ebene langsam bergauf bewegte. Interessiert und neugierig verfolgten wir das Geschehen, doch unser Blick war eingeschränkt und den Moment des aus dem Wasser gezogen Werdens hätten wir sitzend und in die Ferne blickend wohl kaum richtig wahrgenommen. Im Schritttempo ging es nun den Rollberg hinauf, wir durften nahezu jeden Bereich des Schiffes betreten, einschließlich der Kapitänskajüte, und das taten wir auch. Ruckelnd bewegte sich der Schienenwagen mit unserem Schiff bergauf, sodass es nicht einfach war, die Kamera vor allem bei den Teleeinstellungen ruhig zu halten, und lustig wirkte es, als man für uns bunte Seifenblasen schweben ließ. Das geschlossene System befördert stets zwei Wagen gleichzeitig, einen nach oben und den anderen nach unten, und genau in der Mitte treffen sich dann beide. In diesem Fall war der uns entgegenkommende leer. 21,5 Meter Höhendifferenz überwinden wir auf diesem mit 550 Metern längsten und zugleich südlichsten der insgesamt 5 Rollberge. Nach Überwindung des Gipfels fuhr der Wagen schließlich in den Oberlauf ein, bis das Schiff wieder freischwimmen konnte. Vorbei ging es wieder an den Seilrollen und langsam ließen wir die Anlage hinter uns. Zunächst legten wir kurz an, dann kam uns ein anderes Fahrgastschiff entgegen und fuhr seinerseits von oben her ein, um abwärts transportiert zu werden. Unser Schiff hingegen fuhr weiter und wir hatten ehrlich gesagt keine Ahnung, wie unsere Fahrt nun überhaupt weiterging. Eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass wir umdrehen und wieder abwärts fahren würden, doch diese Annahme beruhte vermutlich auf der Verständigungsbarriere oder unserer fehlenden Nachfrage ganz am Anfang. So ließen wir uns überraschen, soweit wir auf Nachfrage mitbekamen, würden wir also noch ein Stückchen weiter gen Süden fahren, dann umdrehen und an einer anderen Anlegestelle aussteigen. Das mussten wir nun so hinnehmen. Doch in unseren zeitlichen Plan passte es nicht so ganz. Sehen wollten wir ursprünglich nur die geneigte Ebene als technisches Meisterwerk und nun wurde ein ganzer Schiffsausflug daraus. Dennoch, es war herrlich. Irgendwann ging es dann in einen urwüchsigen Abschnitt, der bisweilen ein wenig an die alte Oder oder den Freienwalder Landgraben bei uns zu Hause erinnerte. Wir wussten, dass wir irgendwann wenden mussten. Doch zunächst schien der Kanal immer schmaler zu werden, sodass wir entsprechend gespannt waren. Dann war es soweit. Es folgte ein Stück, das wieder ein bisschen breiter wurde. Und genau hier erfolgte nun das Wendemanöver, welches eine Erdkröte flüchten ließ, die im Freiwasser schwamm. Wenn man sich dieses eher romantisch und klein wirkende Gewässer betrachtet, kann man sich kaum vorstellen, dass sich dieser Kanal auf einer Gesamtlänge von 130 Kilometern von Deutsch-Eylau über Osterode bis nach Elbing zum frischen Haff erstreckt. Mit den 5 geneigten Ebenen oder Rollbergen wird insgesamt ein Höhenunterschied von etwa 100 Metern überwunden. Wie erwähnt, fuhren wir über den südlichsten dieser Rollberge bei Buchwalde. Von dort aus abwärts folgen dann alle 2 bis 3 Kilometer die anderen 4, namentlich Kanten, Schönfeld, Hirschfeld und Kussfeld, wobei letzterer noch einige Jahre nach Fertigstellung der anderen als Kammerschleuse existierte
und erst zwischen 1874 und 1881 als schiefe Ebene errichtet wurde, während die übrigen vier bereits 1860 zusammen mit dem Kanal fertiggestellt waren. Die einzelnen Rollberge überwinden unterschiedliche Höhen, und zwar zwischen 13 und 24,5 Meter. Ihre Längen variieren dabei zwischen 350 und 550 Meter. Wir erreichen nun unsere Zielanlegestelle und verlassen das Schiff. Und kurz darauf setzen wir unsere Heimfahrt fort, lassen die Eindrücke Revue passieren und verabschieden uns aus dem Land unserer Vorfahren, dem einstigen Ostpreußen. Bewahre es sich viele seiner Besonderheiten noch möglichst lange.